Ich habe gemeinsam mit meiner Cousine Pia und einer Gruppe junger, ehrenamtlich tätiger Studenten ein Modelabel gegründet. Wir haben zwei Geflüchtete, Ilham und Mohammed Ali, im Welcome-Café in Gievenbeck kennengelernt, haben erfahren, dass sie gelernte Schneider sind, ohne berufliche Perspektive, und haben dann gesagt, wir gründen einfach mal was, sammeln eigene Erfahrungen und können gleichzeitig Gutes tun und Geflüchteten helfen. Ich heiße Ilham, ich komme aus Syrien, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin gerne Arbeiterschneiderin hier bei Betty hier. Wir machen Mode, die westliche und orientalische Stile kombiniert und damit ein Statement ist für eine offene, tolerante Gesellschaft, weil wir versuchen zu zeigen, dass die arabische Kultur hier sehr wohl willkommen ist. Das ist alles schon, arbeite hier.